Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum 9. Dezember. Ich bin wie immer super gespannt auf das Rätsel heute. So, sehr wenig Aussagekraft. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Gut, 9. Dezember, wir haben bisher was zu lesen. Das darf doch nicht wahr sein. Du hast die Bedienungsanleitung des Funkgeräts befolgt, aber nichts ist passiert. Dass das Funkgerät eines Schiffs kaputt geht, hast du ja noch nie erlebt. Wie viel Pech kannst du denn noch haben? Du verfluchst dieses verdammte Schiff. Da hat er sich doch gefreut, wie toll das ist und so. Und du verfluchst dich selbst. Was waren das nur für Stümper, die dieses Schiff zusammengeschraubt haben? Vielleicht hätte man mal das Ding testen sollen oder so. Und was warst du für ein selbstgerechter Idiot, dass du dachtest, einfach ein Forschungsschiff anfertigen lassen zu können, obwohl du überhaupt keine Ahnung von Schiffsbau hast? Oh je. Wer hat diese Texte geschrieben? Das ist ja fürchterlich. Langsam breitet sich ein komisches Gefühl in deiner Magengegend aus und wandert dir wie heißer Tee die Speiseröhre hoch. Was, wenn dich im Eismeer keiner findet und du allein hier erfrieren musst? Ich glaube, der ist wirklich alleine. Ne? Also dieses Schiff ist für eine kleine Crew gebaut worden und der ist ganz allein losgeflogen. Wer macht sowas? Also, da würde mich mal interessieren, welches Kind diese Texte liest oder sich vorlesen lässt und dann sagt, jo, wird er wohl so gemacht haben. Also, ich werd wirklich nicht fertig über diese Texte. Nein, so schnell wirst du nicht aufgeben, denkst du plötzlich mit neuem Mut. Plötzlich, wo kommt das her? Also, hier fand doch ein Prozess statt. Der Schiffsbauer hatte dir noch erklärt, wo die Reparaturpläne liegen. Mit denen solltest du das Schiff doch auch ohne Hilfe ganz einfach in Gang kriegen. Na klar, er hat ja auch von Schiffen keine Ahnung, ne? Vielleicht findest du die Pläne in dem großen Aktenschrank in deiner Kajüte. Jetzt mal im Ernst. Dieser Typ ist alleine losgefahren. Er hat das Schiff gebaut von irgendwelchen Geldern, nach seinen Vorstellungen, mit 1000 Schlössern und Sicherheitsvorkehrungen, damit auch keiner ihm was klauen kann. Ist alleine los in die Antarktis, wo sind wir eigentlich? Mitten im Eis. Ganz allein. Mitten im Eis. Wahrscheinlich weiß auch keiner, dass er dort ist. Er hat von Navigation keine Ahnung, er hat von Schiffsbau keine Ahnung, wahrscheinlich hat er auch von Elektrik keine Ahnung, hat sich aber jede Menge Spickzettel vorher angefertigt, wie gut, dass er daran gedacht hat, eine Testfahrt scheinbar nicht. Habe ich schon erwähnt, dass er ganz allein mit einem Forschungsschiff ins Eis gefahren ist, um sich dieses Weihnachtswunder anzuschauen. Wer hat sich diese Geschichte ausgedacht? Jetzt wirklich im Ernst, wer hat sich diese Geschichte ausgedacht? Gut, es ist jetzt, die Katrin Abfalter war's. Ich google mal schnell, ob die schon irgendwelche andere Bücher geschrieben hat. So, die Flucht aus dem Eis hat ja bis jetzt nur eine 5-Sterne-Rezension. Es gibt tatsächlich schon Flucht aus der Schule und Flucht aus der Weihnachtswerkstatt. Flucht aus der Weihnachtswerkstatt ist wahrscheinlich letztes Jahr rausgekommen, hat 178 Bewertungen. Bei Amazon, auch bei Riva, die Karin ist wahrscheinlich zuständig dafür. Die Bilder sehen auch super süß aus, also ich denke, die Rätsel sind auch wieder ganz, ganz niedlich. Flucht aus dem Alltag, Flucht aus dem Büro. Also die gute Frau, die ist da ganz schön beschäftigt auf diesem Gebiet. Also hier, viele finden die Rätsel an den Haaren herbeigezogen. Ja, die Rätsel finde ich okay, aber der Grund, warum die Rätsel gelöst werden, also wie gesagt, der hat irgendwie ein kaputtes Schiff. Rätsel unlogisch, gut. Schlechte Übersetzung, tolle Idee, aber schlechte Übersetzung. Ich glaube, die gute ist eine deutsche. Gut, aber vielleicht haben auch andere Leute Probleme mit den Texten, die hier geschrieben. Ich bin wirklich nicht glücklich damit. Wir gucken uns mal das Rätsel von heute an. Du kannst den Schlüssel nicht finden, dann schrei eben. So, und hier auf der Rückseite ist das hier. Ja, schrei eben. Schreiben. Schrei eben. Schreiben. Schreiben, ne? Schreiben. Wo ist denn? Ich suche jetzt diesen kleinen
Ich gucke, ob ich hier irgendwo einen Verweis finde in dem Büchlein. Übrigens, wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Das hier. Es war bloß Glück, dass wir das auf Seite 20 gefunden haben. Hier war noch eins. Reuspaar. Und guck mal auf Seite 88, was ich noch gefunden habe. Mir fehlen die Worte. So, ich habe es gefunden. Auf Seite 24, da ist hier unser Sternchen. Oder verwende das, was sich aus dem Anagramm der beiden großgeschriebenen Wörter ergibt. Beide, ne? Ich muss beide Wörter für das Anagramm benutzen und ich mache nicht zwei. Schreien. Beschreien. So, okay. Aber ich glaube, wir müssen irgendwas anderes finden. So, und ich würde es jetzt mal anders machen, weil wir haben ja hier in diesem Ding bloß meistens irgendwelche Farben. Und ich habe jetzt mal geblättert. Ich habe es gefunden, ohne das Anagramm zu bilden. Ich glaube, es ist das Brecheisen. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Er müsste. So. Brecheisen. Jo, das Brecheisen. Schauen wir mal. Jo. Cool. Okay. War wieder einfach. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen über die Katrin aufgeregt, aber die macht jetzt wahrscheinlich sehr viel. Also, wenn sie sich auch die Rätsel ausdenkt, finde ich das cool. Die Rätsel sind fetzig. Die Story zu den Rätseln, die ist wirklich ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Also, dass er überhaupt die ganze Story, dass er mit diesem Schiff los ist, keine Ahnung hat, dort ganz alleine ist und quasi nichts in diesem Schiff funktioniert und er deswegen diese Rätsel lösen muss. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Aber ansonsten, die Rätsel zum Rätseln, die sind schon in Ordnung. Mich würde wirklich interessieren, wenn das ein 12-Jähriger spielt, ob er das auch so sieht und sagt, hä, ist der eigentlich total blöd, aber vielleicht ist es auch okay. Ich glaube, 12-Jährige finden das manchmal auch ganz cool oder 10-Jährige, wenn... Also die lachen ja auch bei solchen Serien, wo sich die, ich sag mal, die Comic-Helden blöde anstellen und die können dann auch einfach lachen und selbst dann sagen, das hätte ich anders gelöst und der ist ja blöd und so. Ich glaube, das ist okay. Ich finde das einfach nur... Ich finde es wirklich sehr blöd. Wie immer. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, der andere Kalender, den ich ja jetzt im Dezember mache, der Kosmos-Kalender, ich glaube, der ist ein bisschen kniffeliger. Aber hier ist der Austausch vielleicht, wenn das so weitergeht, ganz lustig. Bis dahin. Tschüss.